Das ist eine Serie insgesamt, 25 abstrakte Pastell- und Ölkreidearbeiten. Die sind alle so 2018, 2019 entstanden. Ja, es ist wie so eine Art Stabilisierung, ne, des eigenen Seelenlebens auch. Ich denke halt, wie manche jeden Tag Sport machen, ne, oder jeden Tag eben mit Yoga anfangen. Ne. So starte ich jetzt meinen Tag immer mit einer Ölkreidearbeit. Angenommen, ich bin total aggressiv, dann mache ich meistens solche Bewegungen und dann denkt man erstmal so ein ganz wildes Bild, dann beruhigt man sich irgendwie im Laufe des Prozesses, also des Malprozesses, dann entstehen auf einmal ganz feine, kleine Kreise noch oder es kommen, also auch während des Machens des Bildes kommen ganz verschiedene Stimmungen auf einmal hoch und dann wird das Bild auch, also es ist für mich jedes Mal selber auch eine große Überraschung, wie es am Ende aussieht. Also es ist für mich auch komplett, ach, das ist jetzt heute draus geworden. Dazu stehen, dass eben Kunst auch eine Therapieform sein kann, um eben bestimmte oder schwere Situationen im Leben zu bewältigen und eben auch die Stimmungen loszulassen. Diese Arbeit hier, die heißt Nach zwei Tagen Stadtleben, ist auch von 2019 und die ist auch in der Phase entstanden, als ich in Markkleeberg gelebt hatte, also in der Nähe vom Kosputner See. Und es ist ja alles so schön, wunderschön grün dort. Und ich konnte ja immer ganz viele Spaziergänge da machen. Und die Arbeit ist entstanden, wo ich halt zwei Tage mal wieder komplett in Leipzig war. Und dann die ganzen Eindrücke vom Stadtleben erstmal wieder verarbeiten musste.